Oscar Lafontaine kommentierte während einer Pressekonferenz, die anlässlich der Vorstellung neuer Vorschläge für den Landeshaushalt einberufen worden war, auch die neueste Entwicklung um den Parteivorsitzenden der Linken, Thomas Lütze. Ich habe im Anschluss an diese damalige Versammlung gesagt, dass das so nicht weitergehen kann. Es kam ja dazu, dass die Landeswahlleiterin Schwierigkeiten hatte, die Liste überhaupt zuzulassen. Soweit ich das beurteilen kann, keine Maßnahmen unternommen worden, um da irgendetwas zu verbessern. So kommt es jetzt zu den Auseinandersetzungen. Die Staatsanwaltschaft hat ja Vorermittlungen aufgenommen. Also ich hoffe, dass es zu einer Klärung kommt, denn es ist dringend notwendig, dass es zu einer Klärung kommt. Und eines ist klar, Listen, die auf dieser Grundlage in Zukunft erstellt werden können, die sind in keinem Fall mehr zu unterstützen. Die Politik, für die wir stehen, wird durch solche Listen nicht repräsentiert. Ich habe das so immer bezeichnet in den letzten Jahren. Wir haben zwei Abteilungen in der Saarlinken. Das eine ist die Fraktion, das ist die Abteilung Wählergewinnung. Und das andere ist der Landesverband, das ist die Abteilung Wählervertreibung. Und es wäre sinnvoll, die Partei auf Wählergewinnung auszurichten. Wir haben ja eine außergewöhnlich gute Entwicklung im Vergleich zu anderen Landesverbänden. Das ist ja genau wie bei der Politik, wie ich das vorhin gesagt habe, muss ich immer mit anderen vergleichen. Rheinland-Pfalz hat ein Wahlergebnis von 2,9, Baden-Württemberg ein Wahlergebnis von 2,9, unsere kennen Sie und das sollte man nicht verspielen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich habe mich ja wegen dieser andauernden Unregelmäßigkeiten bei der Kassenführung, bei der Mitgliederverwaltung vom Landesverband zurückgezogen.